Hallo und herzlich willkommen zu unserem 1-2-3-Pass-Tutorial. Mein Name ist Ainur und ich zeige Ihnen, wie wir gemeinsam Abwesenheiten für Ihre Mitarbeiter anlegen können. Bevor wir vorab eine Abwesenheit anlegen, müssen unsere Lohnarten angelegt werden. Dazu gehen Sie bitte auf die Menüpunkte Stammdaten, Lohn, Lohnarten. Für das Anlegen der Lohnarten klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Im Feld ID kann eine beliebige Identifikationsnummer vergeben werden. Unter Name können Sie eine freie Bezeichnung zur Identifikation der Lohnart hinterlegen. Im nächsten Feld unter Lohnkennzeichen geben Sie die Referenz für die Lohnart aus dem weiterverarbeiteten Lohnprogramm. Dies ist jedoch kein Pflichtfeld und kann somit ausgelassen werden. Optional können Sie auch eine Abkürzung in Form von Buchstaben zur Identifikation der Lohnart eingeben. Die Abkürzung ist eine Referenz für die Lohnart aus dem weiterverarbeiteten Lohnprogramm. Auch dies ist kein Pflichtfeld. Um jetzt die Abwesenheit zu bestimmen, klicken Sie auf das Feld Abwesenheit anlegen. Im Feld Typ geben Sie die Lohnart ein, welche Sie bereits oben unter Allgemein angegeben haben. Über die Dauer bestimmen Sie, ob Abwesenheiten als Einheit Stunden, Tage oder eine Zeitspanne angegeben werden dürfen. Haken Sie hier gerne alle Auswahlfelder an. Über die Verfügbarkeit geben Sie an, wo die Lohnart für Abwesenheiten überall verwendet werden dürfen. Darf die Lohnart zum Beispiel über Abwesenheiten in der Web-Erfassung und mobil auswählbar sein, dann können Sie hier die Haken gesetzt werden. Darf die Lohnart über einen Abwesenheitsantrag ausgewählt werden, ist auch hier der Haken bei Antrag zu setzen. Der Haken unter Lohnabrechnung ist standardmäßig gesetzt. Dieser bestimmt, ob auf die Lohnart erfassten Zeiten auch an das Lohnprogramm übergeben werden. Schließen Sie die Erfassung nun mit Speichern ab. Jetzt können wir direkt eine Abwesenheit für Ihren Mitarbeiter anlegen. Dazu gehen Sie bitte auf die Menüpunkte Lohnabrechnung, Abwesenheiten und in diesem Beispiel auf Urlaub. Nun klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um eine Abwesenheit anzulegen. Es eröffnet sich folgende Erfassungsmaske. Geben Sie oben im Zeitraum den Zeitraum ein, wie lang der Mitarbeiter Urlaub hat. Wählen Sie anschließend den Mitarbeiter, die Lohnart und den Zeittyp aus. Schließen Sie den Eintrag über Speichern ab. Die Abwesenheit für den Mitarbeiter ist jetzt angelegt und wird nun auf dem Dashboard angezeigt. So einfach geht das mit der 1-2-3-Erfasst. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen und wünsche Ihnen viel Spaß mit unseren Apps.